Ja, Freunde, ich bin einfach sprachlos. Ich weiß gar nicht, wie ich dieses Video beginnen soll. Just Nero, der Bruder, hat ein Video hochgeladen mit dem Titel Aline Bachmann benutzt Aishas Tod, um gegen mich zu hetzen und Lügen zu verbreiten. Und dieser Titel alleine hat mich wie ein Schlag getroffen, denn man kann entnehmen, dass Aisha leider Gottes nicht mehr unter uns weilt. Sie ist wohl verstorben. Mein herzlichstes Beileid wirklich an alle Hinterbliebenen, an ihre Familienangehörigen. Ich weiß gar nicht, was ich euch hier sagen soll. Ich bin gerade komplett neben der Spur. Mein Bruder Massi hat mir dieses Video zukommen lassen und ist auch total geschockt. Ich meine, wir, die sehr tief involviert waren in diese ganze Thematik, haben ja alles mitgekriegt. Leider Gottes hat sie wohl den Kampf gegen den Krebs verloren, musste die letzten Monate ihres schon sehr harten Lebens mit sehr, sehr viel Stress, weiteren unnötigen zusätzlichen Stress zurechtkommen. Und wir wissen alle, wer daran schuld ist. Und dass diese Person immer noch frei rumlaufen kann, ohne Konsequenzen aus irgendeinen ihrer Taten davontragen zu müssen, macht mich fassungslos. Ich würde aber sagen, wir bleiben ruhig, gönnen uns dieses Video. Let's go. Das ist ein kleines Vorwort für dieses Video. Ihr habt es im Titel schon gelesen. Aisha ist nach ihrem harten Kampf leider von uns gegangen. Ich möchte das ja auch eigentlich gar nicht öffentlich breittreten. Allerdings bin ich durch die verleumderischen Äußerungen einer gewissen Dame dazu gezwungen. Selbstverständlich veröffentliche ich so ein Video nicht ohne Erlaubnis, alleine aus Pietätsgründen. Deshalb habe ich mich vorher mit Aishas Familie abgesprochen, lange mit ihrer Cousine telefoniert, die sich wiederum mit ihrer Tante beraten hat. Und ich habe die Erlaubnis bekommen, dieses Video hier zu drehen. Was Aishas Familie und ich nicht wollen, ist, dass über ihren Namen Hate verbreitet wird. Deswegen haltet euch bitte zurück, auch wenn das jetzt ein hartes Thema ist. Aber ich muss darüber mit euch sprechen. Es kann halt nicht angehen, dass Aline sich jetzt mit ihren Stories als die Gute darstellt, die sich mit Aisha wieder ach so sehr vertragen hat, während sie versucht, mich als Monster darzustellen. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, was ein Mensch diese Aline ist. Ich meine, sie hat viele Grenzen überschritten. Unter anderem war eine der Grenzen, dass sie meine Adresse und KuchenTVs Adresse veröffentlicht hat. Ist konsequenzlos geblieben. Sie hat so viele Lügen verbreitet, so oft Scam betrieben, hat so oft Grenzen überschritten und trotzdem gibt es immer noch Leute, die ihr folgen. Diese Leute, die ihr folgen und blind loyal sind, sie supporten, wo es nur geht, die sind der gleiche. Sie. Mir fehlen da wirklich komplett die Worte. In diesem Video erfahrt ihr, warum alles so lief, wie es eben lief. Vorab noch etwas, das mir Aishas Cousine mitgeteilt hat. Der Wunsch der Familie ist es, dass dieses Thema im Anschluss nicht weiter breitgetreten wird, damit Aisha in Frieden ruhen kann. Das gilt auch für dich, Aline. Du hast die Nachricht von Aishas Verwandtschaft noch nicht beantwortet. Tu bitte dieses Mal allen den Gefallen und lass es bleiben. Dir wurde geschrieben, dass du die Stories mit Aisha zu unterlassen hast. Ich werde hierzu thematisch auch nichts mehr sagen nach diesem Video. Ich bitte dich wirklich, Aline, lass die Familie jetzt in Ruhe trauern. Jetzt bin ich echt gespannt, ob die sich daran hält oder nicht. Also es ist gerade zu viel Input, den ich kriege. Aus Respekt Aisha und der Familie gegenüber habe ich sämtliche Bilder von ihr zensiert. Ihr ging es in den letzten Wochen überhaupt nicht gut. Sie war teilweise nicht mal sie selbst, wie es halt in der Palliativphase so leider ist. Man konnte sie nicht mehr richtig ansprechen, Delirium, sie wusste nicht mehr, was los ist. Und wir wollen, dass sie so, wie sie war, als es ihr besser ging, in Erinnerung bleibt. Ich weiß halt nicht, ob es nötig war, sie zu so einem Zeitpunkt vor die Kamera zu zerren, um auf heile Welt zu machen, während du sie laut ihren Aussagen mit Anzeigen im Hintergrund bedroht hast. Wie gesagt, möchte ich hier drauf eigentlich gar nicht rumhacken, aber auch die Cousine meinte, dass es richtig und in Ordnung wäre, darüber aufzuklären und des Weiteren meinen Ruf, den du versuchst zu zerstören, reinzuwaschen. Hey, ich möchte vorweg sagen, dass ich dieses Video hier auch überhaupt nicht machen möchte, aber dazu gezwungen bin, weil Aline gerade Hetze und Verleumdung der allerschlimmsten Art gegen mich betreibt und mutmaßlich nicht so ganz ehrlich sein könnte, was Aisha angeht. Ich muss mich einfach irgendwie dagegen verteidigen, ich bin wirklich fassungslos. Ebenso werde ich sämtlichen Profit dieses Videos hier spenden. Wenn ich kann, soll das Geld an die Familie von Aisha gehen und ich lege natürlich auch noch ein bisschen was obendrauf, sofern sie das möchten. Ansonsten halt an die Stiftung Deutsche Leukämie und Lymphomhilfe. Es dauert halt ein paar Tage, bis die YouTube-Einnahmen angezeigt werden und sobald die da sind, werde ich natürlich den Beleg dafür posten. Wie gesagt, ist Aisha leider von uns gegangen. Nimm dir mal ein Beispiel an diesen Jungen, Aline. Nimm dir mal ein Beispiel an diesen Jungen, den du versucht hast zu diffamieren. Genauso wie du versucht hast, Aisha zu diffamieren. Ganz, ganz ekliger. Glaub mir, du kriegst dein Karma noch. Jeder kriegt sein Karma und ein Wesen wie du ist mir noch nie unter die Augen gelaufen. Und Aline instrumentalisiert das jetzt, um über sich reden zu können und sich dabei emporzuheben, gegen mich zu hetzen und dabei die ganze Situation aus meiner Sicht völlig falsch darzustellen.
Sie hat den Tod von Aicha veröffentlicht, noch bevor sich die Familie irgendwie richtig dazu geäußert hat. Sie kommentierte ein Foto des Freundes von Aicha noch mit einem stumpfen Hallo, anstatt irgendwie Beileid zu bekunden. Das macht man nicht, finde ich. Ich weiß nicht, ob es wirklich nötig ist, in so einer schweren Zeit noch mit sowas zu belästigen. Aicha kam auf mich zu und hat sich bei WhatsApp bei mir entschuldigt. Sie hat sich dafür entschuldigt, was YouTuber mit mir angestellt haben, was der Hacker mit mir gemacht hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass es soweit stimmt. Aicha ist ein herzensgutes Mädchen gewesen und wollte sicher nicht, dass ihr so viele Dinge passieren. Sie konnte da nichts für und dennoch hat sie sich halt bei dir entschuldigt. Dabei hätte es einfach andersrum sein müssen. Du hast die Lüge erfunden, dass wir dich kritisieren, dir unterstellen, das Geld abgezockt zu haben und einfach, das war einfach nicht der Fall. Hast du dich mal bei ihr entschuldigt für den ganzen Psychoterror, den du abgezogen hast und was sonst noch? Für all das, was du getan hast, sie zu beleidigen, sie als falsche Schlange zu betiteln. Freunde, überlegt euch einfach mal, selbst gesunde Menschen, die einer gewissen Menge an Stress ausgesetzt werden, gehen daran kaputt, an diesen Stress. Es macht sich körperlich bei denen bemerkbar, es entstehen irgendwelche Krankheiten daraus. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid ein krebskrankes junges Mädchen, ihr habt sowieso schon sehr, sehr schwer zu kämpfen, euer Leben ist nicht wirklich lebenswert und dann kommt noch so eine Person, die euch so zur Sau macht. Ihr hattet gar keinen Bock darauf, dass diese ganze Situation entsteht, aber diese Person hatte einen Shitstorm, wollte ihre Weste reinwaschen und dachte sich, komm, aktivieren wir mal einen Spendenaufruf für die arme Aicha. Aicha hat dich gar nicht gejuckt. Oh, lass mich hier nicht platzen. Spam-Anrufe unter Druck setzen. Das hat Aicha doch allen erzählt. Man hat es selbst bei dir öffentlich in den Stories gesehen, dass du das gemacht hast. Du hast es ja bei dir veröffentlicht, selber. Und du hast wirklich in deinen öffentlichen Stories gegen sie gehetzt, während es ihr so schlecht ging. Das wissen wir alle. Aicha hat sogar noch eine Story gemacht, in der sie darauf geantwortet hat, dass du ihr unterstellt hast, dass doch alles Fake sei mit der Krebserkrankung und sowas. Was war mit dem Fake-Anwaltstelefonat, wo du gesagt hast, dass du sie einfach rechtlich fertig machen möchtest? Als du sie ihrer Aussage nach mit dem Finanzamt bedroht hast und damit bedroht hast, ihren Account sperren zu lassen. Ich bitte euch, Real Talk, Freunde, wirklich. Wie kann man in so einer Situation ruhig bleiben? Wie kann Aline Bachmann sich überhaupt noch im Internet zeigen? Was ist das für ein Wesen? Das ist doch kein Mensch mehr sowas. Wer steht noch hinter ihr? Jeder, der noch hinter ihr steht, genau gleiche Kategorie an Wesen. Genau gleiche Kategorie. Boah. Ihre Einnahmequelle, wie sie sich einfach finanzieren kann, während sie im Krankenhaus liegt. Wie kann es sein, dass du dich jetzt als die Gute hinstellst, Aline? Ich kann das einfach nicht fassen. Sie zeigt uns jetzt noch einen Verlauf, in dem sich Aicha wirklich für das alles entschuldigte, was so passiert ist. Diese gute Frau hatte deswegen halt einfach ein schlechtes Gewissen und wollte das nicht. Ich verstehe aber nicht, warum du das jetzt unbedingt so posten musstest. Das wirkt einfach wirklich so, als würdest du diesen Tod instrumentalisieren wollen, um dich positiv darzustellen. Unten steht ja noch, dass sie das rückgängig gemacht hätte und dieses Mal abgewartet hätte. Damit meinte sie wahrscheinlich einfach die Story, in der sie erklärt hatte, dass du dich nicht mehr bei ihr gemeldet hast. Das fand sie wahrscheinlich von sich aus einfach zu schnell. Ich muss ehrlich dazu sagen, ich sehe da keinen Fehler bei Aicha. Was du danach für ein Theater abgezogen hast, lässt du hier aber komplett weg und entschuldigst dich mit keiner Silbe dafür. Jeder hat deine Stories gesehen, die du dazu gemacht hast. Die sind in unzähligen Videos dokumentiert. Mir wird nur noch schlecht, wenn ich ihre Fresse sehe. Dagegen muss es doch was geben. Irgendwelche Staatsanwälte müssen das doch sehen. Irgendwelche Leute, die was zu sagen haben, müssen doch dagegen vorgehen. Es muss doch irgendwas zu machen sein. Kann doch nicht sein, dass so ein Mensch frei rumläuft. Um so einzelne Klarheiten und Wahrheiten ans Licht zu bringen, unter Schmerzen. Hier möchte ich mal kurz einhaken. Das, was sie ans Licht gebracht hat, war etwas, was du frei erfunden hast. Du denkst dir etwas aus, was angeblich Leute wie Kuchen oder ich über dich behauptet haben und stresst sie damit, sich dazu äußern zu müssen, was völlig unnötig ist. Ich habe, wie vorhin gesagt, mehrfach bewiesen, dass ich nie behauptet habe, dass Aline sich an den Spenden irgendwie bereichert hätte oder hätte bereichern wollen. Ja, aber Aline behauptet das überall, um sich als Unschutzschlamm hinzustellen. Es wurde gesagt, du wolltest deine Weste reinwaschen. Es wurde gesagt, du hast Aline dafür instrumentalisiert. Es wurde gesagt, dein Konto, wo du die Spenden gesammelt hast für sie angeblich, wurde eingefroren. Es wurde nie gesagt, dass du Zugriff auf dieses Geld hattest. Es wurde aber auch von dir nie verlangt, dass du ein Spendenkonto für Aicha eröffnest. Wenn du ihr doch finanziell helfen wolltest, so wie du es
immer wieder hingestellt hast und dir geht es ja finanziell gut, hättest du ihr doch das Geld auch einfach so aus deiner Tasche geben können oder hättest doch ihr Spendenlink, welches schon vorhanden war, in deine Story posten können. Hast du aber nicht gemacht. Aber wir brauchen hier gar nicht mehr darüber zu reden, was du alles falsch gemacht hast und was nicht. Denn du hast sehr, sehr viel Dreck am Stecken. Tatsache ist, Aisha lebt nicht mehr. Tatsache ist, sie hat wegen dir eine Menge gelitten, eine Menge Schmerz erlitten, eine Menge Stress gehabt. Dafür musst du gerade stehen. Das war nicht so und das habe ich nie behauptet. Diese Unwahrheiten, die sie unter Schmerzen klarstellen sollte, waren von dir erfunden. Hör auf zu lügen. Das wusste Aisha doch auch, das hat sie mir sogar noch geschrieben, wie ihr hier seht. Hinterher kam raus, dass es Probleme bei der Spendenseite gab und sie auf Eis gelegt wurde, vielleicht auch wegen zu vielen Meldungen. Aline hätte sich jetzt einfach entschuldigen können. Ich habe gesagt, dass das Konto eingefroren wurde und du dich hättest darum kümmern sollen, dass es eben nicht mehr eingefroren ist. Ein viertes Mal habe ich das zum Beispiel bei Holger im Interview erzählt. Hat sich noch zum Schluss ein schlechtes Gewissen eingeredet wegen Just Nero, weil er ihr geschrieben hat. Obwohl sie keine Schuld hatte. Ich kann euch hier nur erzählen, was Aisha mir mitgeteilt und erzählt hat, warum sie diesen Livestream mit dir unter Schmerzen gemacht hat. Warum sie noch ein paar Mal betonte, dass du dann nichts abgezogen hast, obwohl das nie jemand behauptet hat. Das war wahrscheinlich unter anderem, weil sie einfach leid hat, was mit dir abgezogen wurde. Ich habe gefragt, warum sie dies halt alles tut, gerade weil es ihr so schlecht geht in dem Moment. Darauf schrieb sie mir, dass Aline sie anzeigen wollte oder sogar angezeigt hat. Und wenn sie sich in diesen Livestream mit ihr setzen würde, würde sie die Anzeige zurücknehmen. Versetzt euch jetzt mal in ihre Lage. Ihr habt Krebs. Es ist sowieso schon alles schwer. Und dann kommt so eine eklige Person von der Seite an und droht euch auch noch mit einer Anzeige, um ihre Weste reinzuwaschen. Und ja, jetzt seht ihr ja, was daraus entstanden ist. Aline, wirklich, ein gut gemeinter Tipp. Ich spreche es hier lieber nicht aus. Das hat Aisha, glaube ich, sogar öffentlich einmal gesagt. Daraufhin war ich natürlich schockiert und schrieb ja einfach, dass ich sowas schon irgendwie geahnt habe. Wenn das wirklich so war, wie Aisha mir das geschrieben hat, hast du sie, während sie im Sterben liegt, potenziell erpresst und genötigt, sofern das Drohen mit einer Anzeige, um eine bestimmte Handlung zu vollziehen, darunter fällt. Zitat Aisha: Sorry, aber mir geht es so schlecht, ich kann keine Anzeige etc. verkraften. Zudem habe ich auch geschrieben, dass ihr Konto gesperrt war. Es hat ja auch keiner der von dir erwähnten Personen meines Wissens nach irgendwas anderes behauptet. Darauf schrieb ich halt noch, dass mir das alles wahnsinnig leid tut und dass die Anzeige so oder so haltlos gewesen wäre, damit Aisha sich wenigstens etwas beruhigt. Ich habe mich hinterher nochmal öffentlich dazu geäußert, weil mir wirklich viele Leute wegen Alines Stream geschrieben haben und Aisha auf diese Story reagiert hatte. In der Story ging es darum, dass ich in Minute 6 und 27 Sekunden meines Initialvideos sogar gesagt habe, dass die Kampagne eingefroren wurde. Das war im ersten Video und ich habe das insgesamt, ich glaube, 4 oder 5 Mal gesagt und nie etwas anderes behauptet. Dies bestätigte mir Aisha auch selber. Ihr seht hier so einen kleinen Fehler, weil ihr Diktiergerät rumgesponnen hat. Ignoriert das bitte einfach. Ich zitiere: Du hast gesagt, die Spendengelder sind auf Eis gelegt und du kannst dich ja ausruhen. Da wollte sie sogar noch mich beruhigen und wies mich darauf hin, dass Aline mich verleumdet und behauptet, ich wäre der Hacker und Hater. Zuletzt entschuldigte sie sich nochmal bei mir, dass sie das halt gemacht hat, wofür es absolut keinen Grund gab. Zitat: Tut mir leid, aber ich hatte eine riesen Anzeige im Kopf. Ich bin irgendwie, das macht mich so sprachlos. Wenn das stimmt, was sie schreibt, lügst du gerade auf die fürchterlichste Art und Weise, Aline. Du stellst das so dar, als wäre das alles freiwillig gewesen. Aisha sagte aber, dass du sie mit einer Anzeige dazu gedrängt hast. So und nicht anders kennen wir Aline. Mir hat sie ja auch oft mit Anzeigen gedroht. KuchenTV, Da Vinci, Just Nero und Unico. Also ich glaube ihr. Ich glaube ihr zu 1000%, weil genauso kennen wir diese Aline. Durch das Zurücknehmen der Anzeige, wenn sie sich mit dir dahin, das könnte theoretisch wirklich eine Nötigung sein. Das ist auf... Wie kann man sowas so Menschen antun? Das ist halt einfach die nüchterne Lage gerade von beiden Aussagen. Das Letzte, was sie mir vor ihrem Tod schrieb, war, dass du die Anzeige zurückgenommen hast und sie einfach nur ihre Ruhe möchte jetzt. Woraufhin ich ihr anbat, zu helfen, wo es halt einfach nur geht. Wie gesagt, ich möchte das ja eigentlich gar nicht machen, aber ich kann diese Hetze und Lügen von Aline halt einfach nicht so stehen lassen und ich möchte halt auch einfach, dass so ein bisschen die Wahrheit, zumindest wenn das, was Aisha gesagt hat, die Wahrheit ist, ans Licht kommt. Lange durch diesen Stream mit dir gab es ja wirklich Leute, die irgendwie Negatives über Aisha gesagt haben, was ich überhaupt nicht unterstützen kann. Ich finde das schlimm. Es tut mir wirklich leid, dass ich gerade so ein bisschen durcheinander bin. Warte die ganzen letzten Wochen, Tage, Monate, wo es ja so schlecht ging. Und das ist das, was ich meine. Ihr nehmt Menschen auf bis aufs Letzte, macht Klicks, macht Geld. Aber dann, wenn es ihnen schlecht ist,
Wenn es ihnen schlecht geht, seid ihr nicht da und macht mir noch ein schlechtes Gewissen, gerade du, Just Nero. Mir kommt nur noch die Galle hoch, wenn ich diese Person sehe. Verzeiht mir, dass ich das sage, aber bei dieser Person kommt mir nur noch die Galle hoch. Die ist wirklich auf einer Stufe wie ein Ali Osman oder wie diese ganzen anderen Kumpanen, diese Crack-Junkies von dem heißen. Wirklich auf skrupelloseste Art und Weise. Guck mal, was sie da instrumentalisiert. Dieses Mädchen ist tot und trotzdem setzt sie sich dahin und ist da wieder ihr Theater am Spielen. Die gehen über Grenzen. Absolut widerlich, diese Wesen. Boah! Hier kann ich nur verteidigend sagen, dass ich zuletzt mit Aisha vor 2 Wochen Kontakt hatte und ich die letzte Nachricht verfasst habe. Das, was du hier tust, Aline, ist Verleumdung. Du behauptest, ich habe Aisha nur ausgenommen, wollte nur Keks mit ihr machen und hätte sie dann fallen gelassen, als es ihr schlecht ging. So, erstmal stimmt es halt nicht, dass ich keinen Kontakt mehr mit ihr hatte. Das ist völlig falsch, das kann ich beweisen. Und was hast du nochmal alles mit ihr abgezogen? Wir wissen es. Du hast es selber öffentlich gemacht. Denkst du, die Leute vergessen das? Und ich habe nur Geld mit Aisha verdienen wollen. Ich habe innerhalb eines Tages 11.000 Euro Spenden für sie gesammelt. Ich habe ihr privat, ohne es öffentlich groß an die Glocke zu hängen, 1.000 Euro aus meiner eigenen Tasche geschenkt. Das kann ich auch mit dem Kontoauszug beweisen. Ich habe ihr ständig meine Hilfe angeboten und gefragt, wie es ihr geht und was ich für sie tun kann. Hier an der Stelle muss ich Just Nero nochmal absolut loben und ihn wieder in ein Licht rücken, wo er auch hinpasst, wo er hingehört. Aber das brauche ich euch ja nicht zu erzählen. Es gab trotzdem Idioten, die Aline Bachmann geglaubt haben. So einem Menschen, so einem heuchlerischen Lügner darf man nicht glauben. Ich meine, wie eben erwähnt, wie Ali Osman, er nutzt das Thema Pädophilie aus, um seinen Feinden zu schaden. Er nutzt den Tod ungeborener Zwillinge aus, um seinen Feinden zu schaden. Fälscht Beweise, fälscht Dokumente. Solche Menschen sind die skrupellosesten, die es überhaupt gibt. Die wurden als Verräter geboren, als eklige Menschen, als linke Ratten. Just Nero, obwohl er so einen Hasskick gegenüber Aline Bachmann hat, hat mir, nachdem ich ihn eine Sache gefragt habe bezüglich Aline Bachmann, keine Antwort darauf gegeben, obwohl er mir hätte die Antwort geben können. Dieser Typ hat Anstand. Dieser Typ ist die personifizierte Gerechtigkeit. Natürlich ist er nicht fehlerfrei. Aber dieser Junge hat mir des Öfteren bewiesen, dass man ihm vertrauen kann und dass sein Herz am rechten Fleck schlägt. Und ihm so etwas unterstellen zu wollen von so einem Wesen, das ist dreist. Ich sehe da immer wieder die Parallelen zu Ali Osman. Der größte Judas Deutschlands, der größte Verräter, den die Geschichte der Menschheit hier in Deutschland je gesehen hat, hat mich als Judas betitelt. Genau das gleiche passiert hier mit Aline Bachmann und Just Nero. Sie betitelt ihn als Lügner, als Heuchler, obwohl sie die Personifikation davon ist. Meine Freundin und ich haben eine Grußnachricht von Unge organisiert, weil sie ein Riesenfan von ihm war. Darüber hat sie sich unglaublich gefreut. Das hat man auch in einem alten Video von mir gesehen. Wie kannst du es wagen zu behaupten, ich habe diese tolle Frau nur ausgenutzt? Ich habe gerade noch was geschickt bekommen. Aline scheint wohl auch noch die Nummer von Aisha gerade zu leaken und die Adresse von ihr oder von ihrer Mutter oder dem Freund. Ich weiß nicht, warum es gerade nötig ist, um irgendwie Chat-Nachrichten zu zeigen, dann auch noch die Familie oder Aisha zu doxen. Ich bin einfach fassungslos gerade. Ich kann das wirklich nicht fassen. Jetzt gerade hat Aline übrigens auch nochmal was gepostet, und zwar ein paar Stories, die ich einfach mal unkommentiert hier zeigen möchte. Das hat sie noch danach geschrieben. Wir wissen jetzt, was von Aichas Seite aus kam. Ihr seht, was sie jetzt gepostet hat. Egal, was ist noch passiert, ich lasse das jetzt weg. Ich möchte gerade einfach nicht mehr über dieses Thema reden. Ich wollte einfach nur klarstellen, dass ich nicht, wie Aline es darstellt, hier der Böse in der Situation bin. Um Gottes Willen. Ich möchte das einfach nur klarstellen. Ich habe jetzt übrigens auch nochmal nachgefragt. Aline hat ja behauptet, die Mutter von Aisha habe sie angerufen, woraufhin sie dann die ganzen Sachen veröffentlicht hat. Ich habe mit der Cousine von Aisha telefoniert. Und das, was Aline euch da erzählt hat, war gelogen. Wie immer. Ihr hört es einfach gleich selber, wie es wirklich war. Und im Gegensatz zu dem, was Aline getan hat, wollte Aishas Mutter auch nicht, dass die Sachen so veröffentlicht werden. Das stimmt nicht, was sie euch da erzählt hat. Hier nochmal der Spruch, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er mal die Wahrheit spricht. Diese Person hat schon so oft gelogen, wer auch nur ein einziges Wort noch aus ihrem Maul, aus ihrer Fresse glaubt, dem ist nicht mehr zu helfen. Hi, also ich habe jetzt nochmal mit meiner Tante telefoniert, habe sie gefragt, ob das so stimmt. Blöderweise, ich war jetzt nochmal auf dem Profil von Aline, sie hat ja die Screenshots drin gehabt von der Unterhaltung, wo sie sagt, was ist los, die Leute reden.
und dass man von Aichas Handy ihr geschrieben hat, das war abends um 18 Uhr, habe ich im Screenshot gesehen, sie hat uns verlassen. Und man hat auch im Screenshot gesehen, dass sie anscheinend angerufen hat, nimm ab, hat sie noch dazu geschrieben. Das heißt, sie hat angerufen, meine Tante hat abgelehnt den Anruf und sie schreibt, nimm ab und ruft nochmal an. So war das, so kam das zu einem Telefonat. Und meine Tante sagt bloß jetzt, dass sie sich nicht 100% erinnern kann, ob sie das, aber sie denkt, also sie sagt, ich vermute stark, dass ich sowas nicht gesagt habe. Naja, ich bin ja jetzt öfter mit ihr per Telefon in Kontakt, weil wir einfach im Moment zu weit weg sind. Aber wie gesagt, zu dem Telefonat kam es auch nur so, weil Aline sie angerufen hat, nachdem meine Tante bloß geschrieben hat, dass sie uns verlassen hat. Ich glaube auch nicht, auch wenn meine Tante im Schockzustand war und unzurechnungsfähig war in dem Moment, denke ich selber auch nicht, dass meine Tante es gewollt hätte, dass Alina es öffentlich macht. Also, dass sie verstorben ist. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich meine, es ist das Schlimmste, was passieren kann. Das Schlimmste in einer Familie, was passieren kann, ist passiert. Und Aline Bachmann hat wirklich nichts Besseres zu tun, als es als allererste hinaus zu posaunen, um damit wieder zu versuchen, ihre unreinbare Weste wieder reinzuwaschen. Die kannst du nicht mehr reinwaschen. Es ist unmöglich, Aline. Jetzt spätestens ist es unmöglich. Aber wie gesagt, sie sagt, Damla, ich stand unter, ich weiß nicht, was ich wirklich gesagt habe, aber sie sagt auch, dass sie nicht glaubt, dass sie gebeten hat, es öffentlich zu machen. Ich bin fassungslos. Ich weiß auch nicht, was ich gerade noch sagen soll. Wie gesagt, ich werde den Profit von diesem Video spenden. Ich wünsche Aichas Familie und allen Betroffenen wirklich mein herzliches Beileid. Ja, macht's gut. Sprachlos, einfach sprachlos. Also, ich bitte euch, das ist doch ein Totalversagen des Systems, in dem wir drin leben. Ich hoffe, es wird Konsequenzen geben für Aline. Aber das war nur meine Meinung zu der Thematik. Wirklich an der Stelle nochmal mein allergrößtes Mitgefühl an die Familie, an die Hinterbliebenen. Eltern, Verwandte, ältere Verwandte sollten niemals den Tod eines Jüngeren miterleben müssen. Das ist das Allerschlimmste, was passieren kann. Ansonsten passt auf euch auf, passt auf eure Familien auf. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.